Ja, meine Damen, meine Herren, ist schon richtig. Manfred Busch ist Mitglied der Grünen und nicht Mitglied der Sozialdemokratie. Kommt man schon mal durcheinander, wenn man so ein Feindbild hat, Herr Cooper, dass man da nicht zwischen Rot und Grün unterscheiden kann. Wissen Sie, und insofern, ich hab eigentlich gedacht, sag was ganz anderes in Analogie, das, was ich gerade von Herrn Dahmen ausgeführt habe. Aber wissen Sie, ich trenne mich davon und gehe mal auf Ihren Beitrag ein, den Sie da gerade gehalten haben. Ich frage mich allen Ernstes, Herr Cooper, wo waren Sie die letzten 5 Jahre? Sie sprechen davon, der Stärkungspakt wäre ein Steuererhöhungsprogramm. Es ist richtig, dass die Kommunen bezogen auf die Frage, wie sie ihre Haushaltssituation verändern, verbessern können, in Teilbereichen die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer angehoben haben, Größenordnungen 28 bis 30%, das ist davon abhängig, wo man da genau hinguckt. Das ist richtig. Es ist aber auch richtig, dass wir 2010 gesagt haben, dieser Stärkungspakt wird nur gelingen, wenn es möglich ist, einerseits aus dem Landeshaushalt entsprechende Gelder bereitzustellen, zum Zweiten die Kommunen auch ihre eigenen Haushaltsanstrengungen zu verbessern und zum Dritten der Bund auch seiner Aufgabe gerecht wird, soziale Aufwendungen, die Kommunen haben, und wir haben dann stetigen Anstieg, endlich mal entsprechend gegenzufinanzieren. Und wenn Sie sich vor Augen führen, dass zum Thema Bundesteilhabegesetz, Eingliederungshilfen seinerzeit, schon viele Jahre her, 5 Milliarden Euro Kostenentlastung versprochen worden ist und bis heute noch nicht absehbar ist, wann diese 5 Milliarden kommen, dann werden Sie erkennen können, dass zumindest einer der Akteure, der in diesem Zusammenhang auch gefordert war, hier seine Hausaufgaben nicht oder nur in unzureichender Maße gemacht haben. Das Zweite, Sie sagen, die tatsächliche Situation bleibt unberücksichtigt. Das heißt, Sie haben einen starren Rahmen, in dem sich Kommunalpolitik überhaupt nicht bewegen kann. Ich empfehle Ihnen mal, schauen Sie sich mal die Haushaltsrechnungen früherer Jahre an, 2009, 2010, 2011 beispielsweise oder auch 2008, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Thema Investitionsquoten. Und dann werden Sie eine ganze Reihe von Kommunen, die heute im Stärkungspakt sind, wahrnehmen können, die höhere Zuweisungen erhalten haben für Investitionsmaßnahmen, als tatsächlich verausgabt worden ist, oder anders formuliert haben, ihre pauschalen Zuwendungen letztendlich nutzen müssen, indem sie ihre konsumtiven Aufwendungen entsprechend gegenfinanzieren. Das war die Realität. Heute haben Sie erstmalig die Möglichkeit, hier entsprechend tätig zu werden. Und wenn Sie sehen, wie in der Kommunalpolitik, ob in Duisburger Rathaus, ob in Leverkusen oder in Mönchengladbach die Situation wahrgenommen wird, ist eine ganz andere, als wie Sie das zu Ihrer Zeit gehabt haben. Das Thema Lösung der Altschuldenfrage. Wissen Sie, wir haben das zum Thema gemacht. Und wir wissen auch, an wen das gescheitert ist. Wir haben einen auslaufenden Solidarpark Ost. Es wäre möglich gewesen, die nicht eingesetzten Gelder für einen kommunalen Altschuldenfonds einzusetzen. Dazu war aber Ihre Bundespartei, Ihre Bundestagsfraktion nicht bereit. So. Und nun kommen wir mal zu den Zahlen. Sie sagen ja immer, der wirkt nicht. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Und man sollte ja immer gucken, wie sind die Haushaltsrechnungen und nicht unbedingt, wie die Haushaltsplanungen aussehen. Mal ein Beispiel, die Stadt Hagen 2010. Ein Aufwand von 580 Millionen Euro, ein Defizit von 126 Millionen gehabt. Wir reden heute von einem Defizit im Haushaltsjahr 2016, 12,6 Millionen, ein Aufwand von 687 Millionen. Oder anders formuliert, wir haben das Defizit um rund 90% reduzieren können. Die Stadt Duisburg 2010, ein Defizit von 163 Millionen, erstmalig mit der Haushaltsrechnung 2015 ein Überschuss von 11,5 Millionen ausgewiesen. Und dieses Beispiel, das könnte ich weiter fortführen, aber im Blick auf die Zeit lasse ich das sein. Letztendlich, und das zeigen auch die Berichte, Herr Cooper, nun laufen Sie nicht weg, sondern hören Sie mal zu, zeigen auch die Berichte, die wir dazu erhalten haben, dass der Stärkungspakt seine Wirkung entfaltet. Das sagen auch die kommunalen Spitzenverbände. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Realität einmal wahrnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger, für die FDP.